Shannon-Häusling, der 11-jährige Jonas Hartmann aus Kurwall. Original eingekleidet wie in den 40er Jahren, als das Märchen von Shannon Ursley geschrieben wurde. Ja, ist schon cool. Es gibt jetzt nur so neue Sachen. Jetzt hat man da ganz alte Züge. Das ist so ganz einfach. Die Schuhe sind ganz komisch. Ja. Alles gut, war an dem Tag? Nein. Gut gekleidet? Ja, sehr gut. Authentisch wirken müssen aber nicht nur die Kleider, sondern auch die Filmkulisse. Das ist das Schellen-Ursley-Haus. Kein richtiges Engadiner-Haus, sondern nur eine Fassade aus Gips und Holz. Dahinter keine Engadiner-Küche, sondern Filmmaterial. Frank Bollinger ist der Mann, der das Schellen-Ursley-Haus mit seinem Team aufgestellt hat. Mehrere Wochen wurde in Engadin recherchiert und dann 2,5 Monate gebaut. Wir haben uns ein bisschen an den Häusern orientiert. Wir haben uns lange überlegt, ob wir ein Originalhaus nehmen sollen. Letztendlich haben wir uns entschieden, es zu bauen, weil eben die Substanz wohl da ist. Aber der Look, den wir gesucht haben, den der Guidecheck uns da vorgegeben hat, den gab es einfach nicht mehr. Und deswegen haben wir uns dann letztendlich entschlossen, die ganze Sache von Grund auf aufzubauen. Ja. Neben dem Schellen-Ursley-Haus wurden im Dorf auch andere Gebäude neu aufgestellt. Dieser Stall steht nicht seit Jahrhunderten, sondern erst seit ein paar Wochen im Zentrum von Suresnes. Das sieht man aber erst auf der Rückseite. Nicht sofort erkennbar ist, dass dieses Engadinerhaus künstlich auf alt getrimmt wurde. Selbst Bündner Schauspieler hatten anfänglich Mühe, die nachgebauten zu erkennen. Ja, als ich das erste Mal durch das Dorf oder Dorf bin, bin ich reingekommen, bin voll reingekommen. Und dann erst auf den zweiten Blick und auf die Zeige gegangen, wo das war, aber da habe ich nicht genau durch das gesehen. Ich wusste, innen das Haus stimmt nicht. Und dass es dann genau das Haus da innen ist, was wir nachgebaut haben, das ist also unglaublich, wenn sie etwas nicht gesehen haben. Kostüme und Kulisse spielen auf dem Schellen-Ursley-Set eine Hauptrolle. Regisseur Xavier Koller sucht bewusst das Authentische, um das Märchen wieder aufleben zu lassen. Nein, einfach, wie das Dorf so eingerichtet und die ganze Geschichte so eingebracht, dass es so eine Einheit gibt vom Stil, von der Atmosphäre und dass es genau zeitlos wird. Authentisch ist auch teuer. Schellen-Ursley ist eine für Schweizer Verhältnisse teure Kinoproduktion, ein Gesamtbudget von 5,6 Millionen Franken. Okay. Auch darum würde man gerne die Filmkulisse, mehr im Scherz, nach Drehschluss verkaufen. Ein Engadinerhaus ist bekanntlich einiges wert. Wir haben schon versucht zu verkaufen,